Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1, One Life Challenge, No Death Challenge, wie ihr es auch immer haben wollt. So, wir sind weiter auf der Jagd nach dem dritten Stück des Skion. Wir sind im letzten Level von Ägypten und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, hier werden wir auch dieses dritte Stück schlussendlich finden. Ja, super. Kamera, du bleibst draußen. Wir brauchen dich nicht. Wir können auch ohne Kamera spielen. Ja, und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was uns jetzt erwarten wird. Nämlich als allererstes die Kollegen hier. Ja, steht ruhig so nebeneinander. Das ist das Beste, was ihr eigentlich machen könnt. Ich wollte gerade sagen, geht ihr auch mal kaputt? Perfekto. So, jetzt muss ich mich mal eben hier kurz sammeln, denn das Level wird ziemlich, ziemlich tricky. So, der aufmerksame Zuschauer unter euch wird wahrscheinlich gerade erkannt haben, dass unsere zombifizierten Kollegen hier ein kleines Upgrade genießen konnten. Wie gesagt, letztes Level, hier werden wir auch das letzte Stück des Sions finden. Dementsprechend ist natürlich die Wache hier auch gut ausgerüstet. Ja, und dieses Upgrade sorgt halt dafür, dass die Viecher mehr aushalten. Deswegen bin ich auch direkt schon auf die Schrotflinte gegangen. Ich glaube, sie machen auch das Doppelte an Schaden. Da würde ich jetzt aber, wie gesagt, keine Wetten drauf abschließen. Aber auf jeden Fall können sie jetzt schießen und fliegen. Und das sind unsere grob Probleme, die wir mit denen haben werden. Deswegen hier muss ich sehr, sehr auf die Gegner-Spawns achten. Die können uns hier nämlich ganz schnell das Genick brechen. So, das Heiligtum des Gions. Ja, die letzte Grabstätte des letzten Herrschers von Atlantis. Zu dem Herrscher komme ich gleich mal selber, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ja, da geht's nämlich schon los. Ich muss mich hier konzentrieren. Sowas darf mir in dem Level hier nicht passieren. Denn hier unten geht's ja noch. Aber wenn mir das da oben passiert, dass ich irgendeinen Gegner nicht mehr im Kopf habe, der uns entgegenkommt, so überraschend, dann war es das mit unserer Challenge. So, passt auf, erstmal zum Levelaufbau. Hier haben wir diese monumentale Sphinx. Diese müssen wir betreten, beziehungsweise wir müssen unter die Sphinx gelangen, um dort dann etwas zu öffnen, wodurch wir in der Sphinx dann die Grabstätte des letzten Herrschers betreten können. Um dieses dicke Tor zwischen den beiden Pfoten der Sphinx zu öffnen, brauchen wir zwei Ankh-Kreuze. Diese sind natürlich dementsprechend versteckt und lassen sich nicht mal eben kurz an der Straße aufheben. Deswegen müssen wir auch natürlich zwei Schalter finden, um uns die Wege zu diesen beiden Ankh-Kreuzen zu ermöglichen. Die beiden Ankh-Kreuze, wenn wir denn in ihren Besitz kommen, müssen wir dann auf der Sphinx, also oben bei dem Kopf, dort befestigen. Also ihr merkt, das wird ein sehr sprunglastiges Level. Hier kann sehr, sehr viel in die Hose gehen, wenn ich nicht aufpasse. Boah, wie zum Beispiel da. Wie zum Beispiel da. Ohne Scheiß. Ich war gerade am Überlegen, soll ich jetzt noch X drücken oder soll ich nicht X drücken? Da fängt es nämlich schon an. Denn das Level ist mal wieder ein wunderbares Beispiel, um zu... Boah, das sieht so bombastisch aus. Hier da hinten seht ihr übrigens schon, wenn ihr ganz genau guckt, dass da hinten so eine Art Keyhole ist, wo dann die Ankreuze später reinkommen. Es sieht einfach bombastisch aus, wie groß diese Halle hier ist. Und oh Leute, guckt es euch an, wie diese Monument... Man kann richtig diese Größe von dieser Sphinx spüren. Das ist herrlich. Und wir reden hier von einem Spiel von 1996, ne, auf der PlayStation 1. Darf man nicht vergessen. So, meine Lieblinge hier wieder. Ich hasse diese Teile. Leute, ich bin froh, wir haben die Dinger, glaube ich, so gut wie hinter uns. Ich glaube, in der letzten Welt gibt es noch ein Stück, wo die Dinger auftauchen, aber dann war es das auch. So, und hier seht ihr es schon. Hier hat man wieder wunderbar mit der Grafik gespielt, um euch in die Irre zu führen. Dieses Loch werde ich nie in meinem Leben vergessen, aus dem ganz einfachen Grund, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich da runtergefallen bin. Weil die Kamera natürlich, wie wir auch wissen, in Tomb Raider 1 immer euer bester Freund ist. So, rüberhangeln können wir uns dann nicht. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier mit Anlauf drüber oder ohne? Oder lassen wir das große Medipack... Scheiße, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Siehst du, da fängt es schon an. Hoffentlich kann ich den noch killen, bevor ich... Ja. Genau, da fängt es nämlich an. Ihr habt es gesehen, die Viecher können jetzt fliegen. Und im besten Falle, immer wenn ihr hier irgendwas aktiviert oder was aufsammelt, immer die Knarren schussbereit haben. Die dürfen nicht landen. Denn wenn die landen und ihre Jump-Kunst da vorführen, ihr wisst, wie die uns durch die Gegend schubsen können, wenn sie wollen. Und hier ist nicht wirklich viel Spielraum, um hier irgendwelche Kapriolen zu veranstalten. Ich springe jetzt einfach mal in einem kurzen Sprung. Ja, wunderbar.
Ja, da war ich mir jetzt echt nicht mehr sicher. Aber ich dachte, ja, komm, meine Güte, kann ja eigentlich nur kurz sein. Denn wenn wir einen langen Sprung gebraucht hätten, um hier rüber zu kommen, dann wären wir auch nicht zurückgekommen. Deswegen könnte eigentlich nur der kurze Sprung sein. Das ist auf jeden Fall eins der Hauptrezepte in diesem Level. Ihr müsst bis hierhin sehr gut im Einschätzen von Sprüngen sein. Und ihr habt es gerade auch gesehen, ich habe bewusst die X-Taste gedrückt. Denn da oben haben die Wichser eine Kante hingetan, gegen die wir jetzt gestoßen wären und zack, wären wir da genau passend runtergefallen. Das war jetzt ein bisschen intuitiv, dass ich die X-Taste gedrückt habe, muss ich sagen. Ah, gut, ne, Unterbewusstsein. Manchmal arbeitet es dann doch sehr, sehr gut mit. So, jetzt müssen wir den Rückweg noch irgendwie hinkriegen. Ja, komm, einen Schritt nach vorne kann ich noch. Ich wollte gerade sagen, Alter, wäre ich noch einen Schritt zu viel nach vorne gerannt, dann wäre ich genau in die Stacheln reingerannt. Ganz, ganz ekelhafte Geschichte. So, erster Schalter ist umgelegt. So, jetzt, ja, das ist jetzt wieder das Bier, ne? Meistens ist es runter ein bisschen schwerer als hochzukommen. Zumindest, wenn man lebend runter möchte. Aber wie gesagt, hier müsst ihr halt sehr, sehr gut darin sein, Sprunghöhen abzuschätzen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Wenn ihr Probleme habt beim Sprunghöhenabschätzen, dann denkt immer daran, okay, der Macher hat diese Stelle jetzt wahrscheinlich so gemacht, dass ich auch irgendwie zurückkommen muss. Das heißt, wenn ich mit Anlauf zurückkommen kann, bei einer höheren Ebene, wenn ich jetzt von der kurzen abspringe, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, ja komm, hier können wir es uns ein bisschen vereinfachen, da müsste es eigentlich auch möglich sein, mit einem kurzen Sprung auf einer höheren Ebene wieder zurückzukommen. Also arbeitet da ein bisschen mit den Höhen, das ist ganz wichtig. Zumindest habe ich mich da immer sehr gerne dran orientiert, wenn ich halt die Sprunghöhen nicht genau einschätzen konnte. Und das ist hier in dem Level, glaubt mir, Freunde, das ist ziemlich Gold wert hier. So, den ersten Schalter haben wir schon mal betätigt, dann gehen wir uns direkt den zweiten holen. Und gleichzeitig auch das Secret in diesem Level, denn wie bei fast allen Gräbern ist hier die Secret-Zahl auch ziemlich ungerade, denn es gibt, wenn ich mich recht entsinne, nämlich nur eines hier. Und das ist auch, wenn ich ehrlich bin, das seltsamste Secret im ganzen Spiel. Oh, das war dumm. Das seltsamste Secret im ganzen Spiel. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ob das ein Troll-Secret ist oder ob da vielleicht wirklich, ob das irgendwie aus einem Programmfehler her entstanden ist. Könnt ihr euch ja mal selber gleich ein kleines Bild daraus machen. Ja, das passt auf jeden Fall. Also, das Level hier ist, wie gesagt, man kann es in zwei Teilen hier aufsplitten. Normalerweise haben wir ja immer ziemliche Kletterlevel, also sowas wie hier jetzt, Plattformer-Level, wenn man es so nennen darf in einem Tomb Raider. Ja, doch, denke ich mal, darf man. Oder man hat halt sehr ballerlastige Level, wo uns halt sehr viele Gegner entgegengeworfen werden. Hier ist es jetzt wirklich so, der erste Teil, jetzt in dieser großen Halle, wo wir die Ankreuze sammeln werden, wird sehr plattformartig. Es wird auch, glaube ich, der schlimmste Akt des ganzen Levels hier. Wenn wir den hinter uns haben, dann können wir schon durchatmen. Und das kann ich euch auch gleich sagen. Wenn wir diesen Teil, jetzt werde ich schon wieder unsicher. Ich springe mal hier von der Mitte aus. Ja, da geht's nämlich schon wieder los hier, diese Ratten, Alter. Am besten immer laufen, niemals hier rennen. Das solltet ihr nicht tun, außer ihr kennt das Spiel so in- und auswendig. Ich glaube, da kann ich mit Anlauf drüber, oder? Am besten noch. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, guck mal, da haben sie sogar noch ein bisschen Kulanz eingeräumt. Naja, wo war ich stehen geblieben? Richtig, der zweite Teil wird ganz, 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 ganz grausam. Ganz, ganz schlimm wird er. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da werden uns ganz, ganz viele Gegner entgegengeschleudert und da werden wir wahrscheinlich auch alles an Munition, was wir bis jetzt schön zusammengehamstert haben, auch verbrauchen müssen. Also wie gesagt, in zwei Teilen hier aufgesplittet. Ich glaube, die Stelle ist auch die schlimmste Stelle im ganzen Spiel, was die Gegneranzahl anbelangt, auf einem Fleck. Also es wird noch schlimmer als im Kolosseum. Das kann ich euch auf jeden Fall auch schon sagen. Und ja, es werden fast ausschließlich nur diese Mumienviecher sein. So, da drüben ist schon der nächste Kollege auf dem Weg. Immer hier bereitstehen. Achtet auf diese Scheißviecher. Ihr wollt nicht, dass die landen. Glaubt's mir. Seht ihr nämlich, was ich meine? Ich muss nach vorne drücken. Nein! Nein! Oh Gott. Du. Oh, komm her, du Hannes. Wegen dir bin ich fast drauf. Wow, Gott. Jetzt ist alles durcheinander. Jetzt. Wow. Was passiert?
Jetzt bin ich wach, Freunde, jetzt bin ich wach. Was ist denn jetzt gerade passiert, Alter? Jetzt bin ich wach. Boah, Herz, hör auf, bleib cool. Jetzt muss ich mich mal gerade kurz beruhigen, meine Güte. Ja, jetzt wisst ihr, denke ich mal, was ich meine. So, jetzt müssen wir da erstmal wieder hoch, weil wir haben zwar den Schalter aktiviert, obwohl, warte mal, können wir von hier unten da vielleicht auch hoch? Obwohl, nee, vielleicht müssen wir gar nicht hoch. Ich bin gerade am Überlegen. Der Schalter ist ja schon aktiviert. Meine Güte, ey. Ja, hier echt aufpassen, okay? Ich war jetzt echt ein bisschen irritiert. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn euch das ein bisschen zu mutig ist mit den Magnums, dann nehmt mal lieber die Schrotflinte. Bedenkt aber, wie gesagt, dass die Schrotflinte, was Entfernung anbelangt, ziemlich bescheiden ist. Und dass ihr da eventuell nicht ganz so rankommt. So, apropos rankommen, ich gucke gerade, ob wir auf eine höhere Ebene von hier kommen können. Das sieht mir aber nicht danach aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal anders herum. Komme ich von hier an das Secret ran? Ich glaube nicht, ne? Dafür müssten wir auf der höchsten Ebene sein. Wo ist es denn? Ja, da oben. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht. Da oben müssten nämlich die Uzzis liegen, wenn ich mich recht entsinne. Und die fliegen da so ganz spontan, ohne tieferen Sinn, in der Gegend herum. Keine Ahnung warum, keine Ahnung weshalb. Aber auf jeden Fall können wir sie von da holen. Ich werde jetzt mal ein kleines Medipack verbrauchen. Besser ist das. Falls wir dann doch nochmal tiefer fallen sollten, ist es ja eigentlich immer ratsam, volle Lebensenergie zu haben, damit Laras Falkulanz, ja, ein wenig höher ist. So, jetzt müssen wir hier erstmal. Scheiße, ey. Du Scheiße. Meine Güte. Ey, das. Ich hab's ja schon mehrfach gesagt. Wenn hier jetzt vorbei gewesen wäre, du, dann wäre aber auch erstmal mit meiner Laune vorbei gewesen. Das kann ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Das Ding hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Warum finde ich denn hier jetzt nicht den scheiß Anfang, verdammte Axt? Alter, das hat hier so gut funktioniert, du Drecksviech. Ich hasse diese Teile. Ich hasse sie so abgrundtief. So, hier müssen wir hoch. Meine Güte, ey. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Ja, weißt du Bescheid? Muss ich jetzt jeden Morgen einmal. Lara, was machst du da? Jetzt werd hier nicht komplett bescheuert. Jetzt geht hier gerade wieder alles in die Hose. Ich war eigentlich sehr, sehr selbstbewusst, was dieses Level anbelangt. Jetzt fängt das so langsam an, wieder nachzulassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade merkt. Das war echt haarscharf. Ja. Und das Schlimmste kommt jetzt eigentlich noch mit den fliegenden Viechern. Denn wenn ich mich recht entsinne, müsste auch noch eins spawnen, wenn wir das Secret aufsammeln. Ja, und das Vieh spawnt, glaube ich, ziemlich nah bei uns. Ach du Scheiße, eventuell nehme ich dann doch gleich mal die Schrotflinte. Also, grämt euch hier nicht, die Speicherstände in regelmäßigen Abständen zu benutzen. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt auch gerade richtig Schwein gehabt, wieder dreimal hintereinander. Weil ich habe ja nach vorne intuitiv gedrückt, also dass Lara nach vorne läuft. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der hat mich ja schon geschubst. Hätte ich in der Sekunde nicht gegen gedrückt, dann wären wir komplett schräg runtergeknallt. Und da wäre auf jeden Fall vorbei gewesen, da wo ich runtergefallen wäre. Aber ja, keine Ahnung, hat einigermaßen funktioniert. Wobei man echt sagen muss, bei diesem Gegendrücken von Gegnern, da ist Tomb Raider jetzt nicht wirklich super, was die Kollision anbelangt. Weil Lara halt sich doch sehr realistisch beim Laufen und Rennen verhält. Ihr kennt ja dieses, ne? Wenn sie läuft und dann stehen bleibt. Da war jetzt gerade ganz, ganz viel Glück drin, dass ich mich so einigermaßen in den Gegner verkeilen oder verbacken konnte. Das hätte richtig hart in die Hose gehen können, Leute. Aber richtig hart. So, guck mal, der Speicherdiamant. Mal, ich kann gar nicht mehr reden, Alter. Der Speicherdiamant ist nicht umsonst hier gesetzt. So, wir wollen jetzt darüber. Da gehen wir mit Anlauf rüber. Da, okay, da hätte man eventuell auch mit normalen Sprüngen rüber kommen können. Das war ein bisschen lebensmüde. So. Todessprung. Hier aufpassen, dass ihr nicht zu früh die X-Taste drückt. Einen Moment. Ihr habt es gerade gesehen. Bei den Sprüngen niemals zu früh die X-Taste drücken. Ich kann es immer nur wiederholen. Denn bei so langen Sprüngen, das sind ja wirklich Limitsprünge. Das heißt, ihr müsst in der letzten Sekunde springen und auch in der letzten Sekunde halten, sonst schafft ihr die nicht. Die Sprünge sind so programmiert. Und Lara, ne,
sie darf halt nicht in ihre blöde Fallanimation gelangen, sonst ist halt vorbei hier mit dem Spaß. Das war auch sehr, sehr mutig. Der war eigentlich auch schon richtig hart an der Grenze. So, darüber müssen wir. Jetzt haben wir das Problem, wir sehen die Plattform nicht, auf die wir rüberspringen müssen. Und ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Ebene wir da rüberkommen konnten. Ich glaube, die untere Ebene war zu niedrig, um den Sprung zu schaffen. Ich würde mal sagen, wir entscheiden es für die Mitte, weil das ist auch wieder so ein Last-Second-Jump. Oh Mann, ey. Ich hab Panik, Alter. Ich hab Angst. Und die Kamera ist hier auch nicht gerade eine große Hilfe. Steht sie gerade? Die darf nicht schräg stehen, sonst sind wir gefickt. Ja, Augen zu und durch! Oh Gott, ich hab mich schon fallen gesehen. Ach du Scheiße. So, und Uzis, super. Die sparen wir uns aber auf. Na? Vielleicht doch keiner? Doch, da hinten ist einer. Komm her. Na komm, Lara, jetzt visieren an. Ja, super, das sind zwei. Klasse! Die KI checkt nicht, dass hier was ist. Deswegen landen die hier nicht. Okay, das wusste ich nicht. Ich bin sonst immer sehr schnell rübergesprungen. Ach du Scheiße. Wir müssen auf... super. Warte mal. Ich sag euch gleich, was ich meine. Kommt da noch ein Dritter? Nee. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen Puls, Leute. Ich bin hier nicht gerne oben, Alter. Das sieht sehr ungefährlich. Das sieht sehr gefährlich aus. Sieht nicht gerade ungefährlich aus. Vor allem für so jemanden wie mich, der doch eine sehr gesunde Höhenangst pflegt. Okay. Oh Gott, ich habe mich schon wieder fallen gesehen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so abgrundtief. Warum tue ich mir das an? Das verkürzt mein Leben mindestens um 5 Jahren. Lasst mich doch alle in Ruhe. Oh nein. So, jetzt können wir runter. Wir müssen jetzt da drüben hin. Da drüben, ja. Jetzt können wir runter. Ja, jetzt können wir runter. Das ist der Horror, Alter. Kann's keinem Menschen erzählen, ey. Ohne Scheiß, blöde Geheimnisse. Oh Mann, ey. Ja, komm, machst du noch alle Geheimnisse mit zur One Life Challenge? Ah, die sind ja nicht so schlimm versteckt. Nein, Wishes, nein. Oh, diese Ratten, ey, ich hasse sie. So, was wollte ich Ihnen jetzt gerade erzählen, verdammt, ey. Ich kann hier keinen klaren Gedanken fassen in diesem Level, ey. Ich bin hier so siegessicher rangegangen und jetzt... Oh, Leute, ey. Ja, wie gesagt, ich denke mal, die sind jetzt nicht bei uns gelandet, weil sie die Plattform halt nicht erkannt haben. Die KI hat sich gedacht, was ist denn mit der da los? Warum backen die da rum? Und das hat so ein klein wenig verwirrt. Unser Glück, ihr Pech. Also ich bin früher immer sofort rübergesprungen, was natürlich in 60% der Fällen mit dem Tod belohnt wurde. Einfach weil du sehr schnell reagieren musst, bevor die spawnen. Die haben jetzt sich ein bisschen Zeit gelassen, aber ich hatte auch in Erinnerung, dass die instant spawnen. Aber nun ja. So, hier haben wir auch das erste Ankkreuz. Wir müssen mal eben, glaube ich, kurz auf die andere Seite und das kleine Klötzchen hier durchschieben. Die Ankreuze werden übrigens auch beschützt von Wächtern, die wir bereits auch schon kennengelernt haben, und zwar im Grab des Tihokan. Es warten wieder die Zentaurenwächter auf uns. Ihr erinnert euch vielleicht, die haben ja auch Tihokans Grab mal bewacht. Und hier treffen wir jetzt mehrfach auf sie. Ist aber auch das letzte Level, das wir auf sie treffen, aber die sind noch nicht mal ein großes Problem. Ihr müsst nur eine Möglichkeit finden, den Raum betreten zu können. Dann wartet ihr, bis die schießen, nicht weglaufen. Die gehen, normalerweise gehen die nicht auf Nahkampf. Normalerweise. Der scheint ein bisschen gerade verwirrt zu sein. So, ja, konnte ich euch bei dem jetzt schlecht zeigen, weil der hat sich da irgendwie festgebackt. Mein Glück, sein Pech. Das ist irgendwie gerade voll der Backpart hier geworden, ey. Meine Güte, ey. Ja, kann ja auch mal sein, dass wir mal wieder ein bisschen Glück mal haben in diesem Spiel. Die letzte Zeit hatten wir eigentlich immer mehr Pech als alles andere. Da ist immer alles eher so fast in die Hose gegangen. Na okay, gut, ist es jetzt auch. Naja, erstes Ankreuz. Nee, aber wie gesagt, positioniert euch dort irgendwie in diesen kleinen Räumen. Wir werden gleich noch auf den zweiten treffen, der beschützt das zweite Kreuz nämlich. Und immer dran denke, lasst euch nicht kirre machen von ihrem Rumgerenne. Im Gegensatz zu ihren zweibeinigen Freunden.
Jetzt muss ich erstmal gucken. Gab es hier nicht eine Abkürzung, wie ich direkt auf die Things landen konnte? Ja, da unten gab es so. Uah, Kamera, Alter, Kamera, was tust denn du da? Lasst euch auf jeden Fall nicht kirre machen, bleibt an einem Punkt stehen. Ich merke schon wieder, der stöhnt mir hier schon wieder in die. In den. Boah, hab ich mich erschrocken! Steht der direkt hier vor, der Wichser! Ist mit dir nicht in Ordnung, Alter! Hab ich mich erschrocken? Ich denkst du gerade. Oh, du Fotze! Oh, du Fotze! Ich muss hier raus! Alter! Du Fotze! Was ist denn hier los? Scheiße, ey! So, wo war jetzt die zweite Tür? Hier war die zweite. Ich denkst du gerade, hä? Was steht denn da? Ach du Scheiße! Steht der da gerade wie eine Kerze direkt vor meinen Füßen, ey? Und masturbiert da in seiner Ecke. Ich krieg einen Kollaps, ey. Ja, ich erinnere mich. Passt auf. Hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen Timing üben. Oder? Nee, dann war das woanders. Nee, gut, dann war das hier. Hier zurück und dann hier festhalten. So. Aus dem Wasser kommt ihr nicht hoch, weil ihr seht ja gerade, ne? Entfernung ist natürlich so gemacht, dass man hier nicht einfach simpel hochklettern kann, ne? Ist ja Tomb Raider 1. Simpel gibt's hier nicht. So. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch gleich das beim zweiten Wächter zeigen, was ich meinte, wenn der sich jetzt auch nicht so blöd anstellt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sie hier jetzt einen auf Pappnasen machen und auf ihre Welt nicht klarkommen. Meinetwegen kann das ganze Let's Play so über weiterlaufen. Aber ich würde dann doch gerne mal bildlich zeigen, was ich gerade probiert habe, euch zu erklären. So. Hier ist der Hurensohn. Schamwat. Nein! Wir springen da noch nicht rüber. Denn, ihr habt es vielleicht gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen, ich erinnere mich. Hier ist der kleine Schlüssel, den wir oben brauchen werden. Es ist das. Ich weiß, ich habe mich früher als Kind richtig dumm bei diesem Jump angestellt. Das ist auch wieder so ein Last-Second-Jump. Und ich habe versucht, versucht, versucht und bin hier immer hochgesprungen und dann wieder runtergefallen. Und dann habe ich es. Ich glaube, nach dem 12. oder 13. Mal geschafft. Man hat halt als Kind auch nicht so viel Geduld für sowas. Ja, um dann zu erkennen, ich brauche einen Schlüssel. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Zurückgerannt in die große Halle natürlich, ne? Hab dann natürlich, bin dann die ganze Wand nochmal abgelaufen, 10, 20 Mal. Und irgendwann beim Runterfallen habe ich es dann aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Ratten den Schlüssel da unten direkt unter diesem Steg versteckt haben. Ist eher selten, dass Schlüssel so nah bei dem Tor sind, aber hier haben sie es gemacht, einfach weil sie Penner sind. So, hier haben wir Wächter Nummer 2. So, in dem Raum positionieren. So, und jetzt könnt ihr ganz einfach immer hin und her springen. Von links nach rechts, die treffen euch nicht. Das Timing von den Schüssen ist genauso getimt, dass ihr gar keine Probleme haben solltet, regelmäßig auszuweichen. Und mir fällt gerade ein, das ist doch nicht das letzte Level, das wir mit den Zentauren zu tun haben. Ist mir gerade nämlich eingefallen. Nein, es ist kompletter Schwachsinn, was ich gerade erzähle. Das vorletzte und letzte Level, also das komplett letzte Level des ganzen Spieles, da werden wir richtig viel mit denen zu tun haben.